Wir befinden uns hier in der Mannheimer Innenstadt, in der sogenannten Fressgasse. Hier im Bereich Q7 kam es zu einem Unglücksfall im Laufe des Samstagnachmittags. An einem Mehrfamilienhaus sind kurz vor 14 Uhr Sasanteile abgebrochen und zu Boden gestürzt. Auf der Straße haben sich mehrere Passanten befunden. Drei von ihnen wurden verletzt, zwei davon schwer. So wie es aussieht, wurden die Passanten von Gesteinsbrocken getroffen. Diese Fassade des Hauses ist verkleidet mit einer Art Klinker. Und diese Klinker sind zwischen dem vierten und fünften Obergeschoss auf einer Länge von ca. 6 bis 7 Metern, einer Breite von 1 Meter abgeplatzt. Die Ursache dafür, die ist noch unbekannt. Wir haben Sachverständige beauftragt, das für uns zu ergründen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, auch die Spurensicherung ist vor Ort. Wir stehen derzeit am Anfang der Ermittlungen, ob es korrosionsmäßig oder bedingt ist, dass die Teile abgeplatzt sind. Möglicherweise hat auch der Wind, der hier stark durch die Innenstadt und durch die Quadrate geblasen ist, sein Übriges getan. Aber auch natürlich die Temperaturunterschiede zwischen zweistelligen Minusgraden und natürlich dieser Sonneneinstrahlung am Samstagnachmittag. Es ist vorgesehen, dass das Gebäude hier eingeschaltet wird. Das heißt, es wird ein Gerüst aufgebaut, es wird ein Sicherheitsnetz gezogen, so dass wir dann auch spätestens am Sonntagvormittag den Verkehr wieder freigeben können und Fußgänger hier in dem Bereich natürlich auch gefahrlos passieren können. Zum Glück sind es nur 3 Personen. Man muss auch sehen, dass im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses sich ein Restaurant befindet. Sie haben außer Haus verkauft, das heißt, es hätten da mehrere Personen in der Warteschlange stehen können und es hätte dazu noch zu mehreren Verletzten führen können. Aber nichtsdestotrotz 3 Verletzte und 2 davon schwer, das ist natürlich auch eine sehr hohe Bürde. Wir hoffen, dass das den Verletzten bald besser geht. Diese Information habe ich nicht. Es waren 3 Notärzte im Einsatz, darunter auch ein Rotes Kreuz und Johanniter Unfallhilfe. Nach ihrer notärztlichen Versorgung wurden alle 3 umliegende Krankenhäuser in Mannheim und Heidelberg gebracht. Über den Gesundheitszustand liegen ja noch keine Kenntnis vor. Also man muss sagen, dass die Fressgasse doch eine sehr beliebte Flaniermeile ist, hier am Rande der Fußgängerzone. Hier gibt es mehrere Geschäfte, wir haben hier auch ein großes Einkaufszentrum und im Erdgeschoss dieses Gebäudes befindet sich eben eine sehr beliebte Pizzeria, ein sehr beliebtes Restaurant in Mannheim, das stark frequentiert ist. Aber zum Zeitpunkt dieses Unglücks waren doch in diesem Bereich sehr wenig Personen unterwegs. Deshalb müssen wir schon von Glück sagen, dass nicht mehrere Leute verletzt worden sind.
Wir sind zu einem Gebäudeteileinsturz im Bereich Q7 alarmiert worden. Ja, vor Ort waren große Teile einer Gebäudefassade abgestürzt, mit verletzten Personen vor und auch im Gebäude. Ja, zunächst mal ging es darum, die Erstversorgung der drei verletzten Personen, dann das in Sicherheit bringen der Personen, die Übergabe an den Rettungsdienst, die Sicherung der Einsatzstelle und Kontrolle des Gebäudes. Und jetzt gerade geht es darum, die Fassade weiter gegen abstürzende Teile zu sichern. Ja, wir haben drei Verletzte, davon zwei Schwerverletzte. Ja, aktuell wird die Fassade so weit gesichert, dass Teile nicht mehr akut abstürzen können. Und dann wird über eine Gerüstbaufirma die Fassade weiter gesichert. Die Feuerwehr war mit ca. 50 Einsatzkräften von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.